Moritz. Servus, Baby. Sag mal, das ist ja Selbstmord. Was machen wir da überhaupt? Wir spazieren ein Stück. Dieser Dr. Ali Reza Bansari war nicht irgendein Diplomat. Er war ein führender Kopf des iranischen Atomprogramms. Von dem Atomprogramm sind mehrere Personen eliminiert worden. Einige wurden gezielt getötet. Andere sind verunfallt oder mehr oder weniger mysteriös ums Leben gekommen. Wer steckt denn dahinter? Möglicherweise eine Spezialeinheit des Mossad. Deckname Kidon. Geheimdienst, Mossad, Kidon. Schon steil. Wir zwei mitten in einem Agentenkrieg, was? Bibi und Moritz Bond. Mit genau so einem Reaktor haben die Inder das Spaltmaterial für ihre erste Atombombe erzeugt. Aber Arak funktioniert noch nicht. Weil ihnen etwas fehlt. Und zwar das hier. Der Graf Trachtenfels-Lisee hat dem Bansari einen Steirerhut als Geschenk ins Hotel gebracht. Der Jolly. Was, du kennst den? Der hat viele Bekannte und Freunde. Sehr viel. Jolly vermittelt dir diese Ventile oder irgendeinen anderen Bauteil, den die da unten brauchen. Ich sehe gern, wenn etwas wächst und gedeiht. Wie zum Beispiel die atomare Aufrüstung im Iran. Na, so ein Blödsinn. Vorsicht, Moritz. Was? Kapierst du nicht, in welchen Dimensionen sich inzwischen der Fall Bansari bewegt? Wir haben das Geld, wir haben die Beziehung und wir scheißen uns nichts.